willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Autobahnpolizeisimulator 3. Die letzte Folge war ja ziemlich kurios, da waren wir zivil unterwegs und dann kam dieser eine Unfall und den kann ich mir noch immer nicht so ganz erklären. Also das passte irgendwie alles vorne und hinten nicht. Ihr hattet viele Ideen, was da passiert sein könnte. Dazu später mehr, aber erstmal würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Wir haben wieder eine neue Sondermission. Ihr seht, ich habe vorgespielt. Auch dazu gleich noch ein paar Details. Und hier vorne ist auch irgendwas, wurde mir hier auf der Karte angezeigt. Das wollte ich mal als erstes ansehen. Was ist das? Ah, du bist bestimmt hier, um unseren Status zu den Rasern zu überprüfen. Genau. Wie steht's? Wir haben uns Aufnahmen von der Tankstelle besorgt und dort mit den Leuten gesprochen, aber... Habt ihr dadurch schon neue Erkenntnisse? Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Keine brauchbaren Zeugenaussagen, die Aufnahmen der Kameras sind zu unscharf. Mhm. Konntet ihr die denn nicht irgendwie etwas aufbereiten? Haben wir versucht, aber das hat nicht wirklich was gebracht. Also stehen wir wieder am Anfang. Ganz so würde ich das nicht sagen. Es ist ein Anfang. Allerdings brauchen die Ermittlungen einfach noch etwas Zeit. Also schön. Aber ihr meldet euch, wenn es was Neues gibt? Aber natürlich. Du erfährst es zuerst, wenn es in diesem Fall Fortschritte gibt. Mhm. Okay, das ist ein bisschen weird, wie er das erzählt hat, oder? Also, das ist ja so ein bisschen unsere Hauptstory, die hier so langsam erklärt wird. Was da genau passiert ist, das kann ich mir noch immer nicht so ganz erklären. Aber es scheint mit Rasern zu tun zu haben. Und die haben offensichtlich irgendwie einen Unfall gebaut, bei dem ich dann irgendwie, bevor ich dann länger aus dem Dienst ausgeschieden bin, beteiligt war und Schaden genommen habe. Das ist das, was wir bislang, glaube ich, wissen. Und in den nächsten Folgen und in den nächsten Tagen und sowas hier im Spiel werden wir dann hoffentlich mehr erfahren. Gut, jetzt würde ich allerdings sagen, fahren wir hier wieder mit unserem Lieblingspolizeifahrzeug. Also ich finde wirklich, das ist das Hübscheste. Fahren wir jetzt einfach mal los und zwar fahren wir jetzt zur nächsten Sondermission. Die blinkt hier schon. Da müssen wir hin und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ich glaube, das bisschen, das fahre ich jetzt einfach hier per Achse, fahre ich selbst. Da müssen wir nicht irgendwie eine Schnellreise machen oder so. So, und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Die nächste Mission, da wurde ich schon vorgewarnt, soll wohl ziemlich lustig sein. Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen in dem Spiel, aber wir gucken einfach mal. Und ja, bin ich gespannt, was mich hier heute in dem Einsatz erwartet. So, was habe ich seit der letzten Folge alles gemacht? Ihr seht, mittlerweile bin ich Rang 10. Die letzten Ränge waren nämlich unglaublich langweilig. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein Autofahrer hat auf der A47 einen Unfall gebaut. Okay. Er hat außerdem am Telefon beteuert, dass er einen Geist gesehen hat und deswegen von der Straße abgekommen ist. Ein RTW ist bereits unterwegs. Aber einer von euch sollte klären, was wirklich passiert ist. Ein Geist? Wagen 5 hier. Wir kümmern uns um. Also den Auftrag hätte ich gern gemacht. Ein Geist hat er gesehen. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Kannst du dir nicht ausdenken. So genau, also die letzten Ränge waren wirklich unglaublich langweilig. Das waren nämlich alles nur so Aufträge, wo man dann irgendwelche Verkehrsunfälle... Hier noch einmal Wagen 5. Der PKW ist sicherlich nicht wegen einem Geist verunfallt. Was war dann die Ursache? Alkohol. Der Fahrer ist sternhagelvoll. Was auch immer er gesehen hat, man kann es mit Sicherheit dem Alkohol zuschreiben. Der ist seinen Führerschein erst einmal los. Wir bringen ihn mit zur Wache. Die Kollegin freut sich richtig, ne? Hat einen Geist gesehen. Den Flaschengeist. Nee, also, die letzten Missionen waren alle relativ langweilig. Man wurde natürlich immer mal zu kleineren Unfällen gerufen oder sowas, aber vor allen Dingen hat man eben Verkehrskontrollen gemacht. Verkehrskontrolle um Verkehrskontrolle und dann habe ich viele Fahrtrainings gemacht, um einfach ja, die ganzen XP da zu bekommen. Aber das war alles so langweilig, da dachte ich mir, das erspare ich uns mal. Jetzt scheint es aber wieder spannend zu werden, die Spezialmission lieben wir. Und das ist unsere neue Spezialmission. Reingelegt heißt sie. Du beobachtest eine vermeintliche Verkehrskontrolle. Allerdings scheint außer dir und deinem Partner gerade niemand auf diesem Abschnitt der Autobahn in Zivil unterwegs zu sein. Möchtest du die Mission starten? Fahrzeug und Tageszeit werden automatisch angepasst. Natürlich wollen wir das starten. Aber auf einmal sind wir zivil unterwegs. Hey, fahr mal da vorne ran. Hm? Wieso das denn? Macht der Typ da etwa eine Verkehrskontrolle? Sieht ganz danach aus. Sein Outfit ist aber schon etwas seltsam, oder? Was ist das denn? Nicht kaputt. Ist es wohl? Sie haben es doch überhaupt nicht geprüft. Was ist das denn? Wissen Sie was? Reparieren Sie einfach das Licht. Ich muss jetzt weg. Gute Fahrt. Der hat es auf einmal aber sehr eilig.
Sie hauen immer ab. Was ist wir müssen das hinterher. Denn? Ganz ruhig. Der Herr hier kann uns vielleicht erklären, was überhaupt los ist. Zur Not fahren wir hinterher nach dem Typ von eben. Fahren wir da jetzt nicht hinterher? Hä? Na gut, dann ganz schnell. Okay, grüße Sie. Was war das denn? Guten Tag. Wir sind von der Polizei. Können wir uns kurz mit Ihnen unterhalten? Wie heißen Sie? Ich heiße Philipp Lerner. Aber ich wurde doch gerade schon von einem Polizisten angehalten. Was ist denn jetzt noch? Es war eine andere Polizei. Genau darum geht es. Was hat Ihnen dieser Polizist vorgeworfen? Dass meine Lichter kaputt sind. Dann meinte er, bezahle ich bar auf die Hand, wären es nur 150 Euro und ich bekäme keine Anzeige. Und was wollten Sie tun? Na, nichts. Der Typ kam mir sofort dubios vor. Das war auch richtig so. Wir gehen der Sache weiter nach. Den erwischen wir noch. Und Sie, Herr Lerner, fahren am besten zur Wache und machen dort eine Aussage. Okay, na, wir haben ja hier die Ruhe weg, ne? Da kommt hier einfach so ein Teilzeitpolizist. Denkt sich einfach mal, komm, machen wir mal eine kleine Verkehrskontrolle. Fahr schon mal das los. Ist der Hammer. Wir finden den schon. Ja. Ich erstatte der Zentrale erst einmal Bericht. Vielleicht können die etwas Licht in die Sache okay. Bringen. Der ist aber schon gut weit gekommen, ne? Gut, einmal auffahren auf die Autobahn und dann holen wir uns den. Negativwagen 1. Eigentlich solltet ihr die Einzigen sein. Aha. Wir nehmen die Verfolgung auf. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Verstanden. Ich habe das auf einem YouTube-Thumbnail die letzten Tage gesehen und dachte mir, das ist doch nicht die Mission. Aber jetzt ist es tatsächlich die Mission. Also jetzt ist hier irgendwie ein falscher Polizist offensichtlich unterwegs. Okay. Der war aber besonders dubios. Also der Kollege wettet jetzt offensichtlich noch darauf, dass es irgendwie tatsächlich ein Polizist war. Ja gut, also bei der Kleidung würde ich das jetzt nicht unbedingt... bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dass das kein richtiger Polizist war. So, Beschattung. Halte dich innerhalb der Markierungen, um dem Fahrzeug unauffällig zu folgen. Fällst du zu weit zurück, musst du dringend Gas geben, damit du das verdächtige Fahrzeug nicht verlierst. Fährst du dem Verdächtigen zu nah auf, alarmierst du ihn damit. Lass dich schnell zurückfallen, bevor er merkt, dass du ihn verfolgst. Sieht so aus, als hätten wir unseren Polizisten gefunden. Dann folgen wir dem mal. Da vorne ist er jetzt also. Komm, gib Gas, der Kerl hat schon einiges an Vorsprung. Ich mach ja schon. Wie finden wir eigentlich raus, ob der Typ ein falscher oder korrupter Polizist ist? Ganz einfach. Wir stellen ihm eine Falle und hinterfragen seine Methoden. Wenn er die Regeln nicht kennt, ist er kein echter Polizist. Also allein die Kleidung ist, glaube ich, Indiz genug, um den festzunehmen. Habe ich es richtig gesehen? Man wird ja immer unterbrochen irgendwie von dem Kollegen. Aber habe ich das eben unter dem Funk? Aber habe ich das eben richtig gesehen? Der stand da in so einer Radlerhose. Oh, jetzt muss zu ich Gas geben. Schnell. Fahr. Ja, was du nicht sagst. Jetzt gibt er Gas. Ja. Okay, das ist gar nicht so einfach, hier hinter zu bleiben. Aber den cashen wir. Also der ist safe kein Polizist. Vor allem den Cash auf der Kralle wollte er das haben. Wenn du noch weiter aufwärst, fährst du noch vorbei. Man muss sich hier echt... Wie der auch fährt da vorne. Der hat doch ordentlich schon einen im Tee, oder? Also, ich trau dem Braten dich. Cash auf der Kralle, 150 Euro für ein kaputtes Licht. Was ist das hier? Naja, lustig ist es allemal. So. Dann bleiben wir mal hinten dran. Wie lange müssen wir dem denn jetzt hier noch folgen? Zieht er jetzt wieder einen raus oder wechselt er die Spur? Müssen wir ein bisschen Gas geben? Ob wir allerdings mit unserem Fahrstil hier so unauffällig sind, das weiß ich nicht. Was ist jetzt unsere Mission? Wir folgen einfach mal weiter. Ja, wir ein bisschen schneller. Also so richtig kann ich die Lage hier noch nicht einschätzen. Aber vielleicht fährt er jetzt bei der nächsten Abfahrt oder beim nächsten Rastplatz, fährt er ja dann vielleicht raus. Das wäre ja wünschenswert. Dann könnten wir den ja mal
zur Rede stellen. Das ist ja eine ganz skurrile Nummer. Da kontrolliert er einfach. Bin mal gespannt, woher er die Uniform hat. Vielleicht vom Faschingsladen. Ja, das ist ja ein skurriles Spiel. Du ahnst es nicht. Langsamer, sonst merkt er was. Ja, ich drehe ja schon wieder auf die Bremse. Der nimmt die Abfahrt, fahr ihm nach. Aber bitte unauffällig. Okay, der nimmt die Abfahrt. Merken, dass wir ihm auf der Spur sind. Ja, ja. Ich mach sowas doch auch nicht zum ersten Mal. Sonst bist du auch nicht gerade die Unauffälligkeit in Person. Wenn du noch weiter auffährst, fährst du noch vorbei. Vertrau mir einfach. Ich krieg das hin. Okay. Der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Oder? Ah doch, der bleibt stehen. Na dann. Attacke. Jetzt haben wir dich. Der Clown-Polizist. Wie der aussieht. Mahlzeit, Kollege. Guten Tag, Mörs von der Polizei. Ich muss mal ein Wörtchen mit Ihnen reden. Herr Mörs, wie können wir weiterhelfen? Mir sind diverse Mängel an Ihrem Fahrzeug aufgefallen. Wirklich? Das klingt ja gar nicht gut. Muss ich etwa eine Strafe zahlen? Sieht ganz so aus. Im schlimmsten Fall verlieren Sie sogar Ihren Führerschein. Okay. Was konnten Sie denn alles während der Fahrt feststellen? Eins Ihrer Rücklichter ist kaputt. Und mit dem Auspuff scheint auch was nicht in Ordnung zu sein. Ihr Fahrzeug sieht aber auch nicht allzu fit aus. Sicher, dass bei uns mehr kaputt ist als bei Ihnen? Wie bitte? Nein, nein. Mit meinem Fahrzeug ist alles in Ordnung. Kommen wir nun zu Ihrem Bußgeld. Ich könnte Ihnen etwas entgegenkommen, wenn Sie in Bar bezahlen. Rabatt! Bar bezahlen? Wie viel kostet mich das denn jetzt? Geben Sie mir einfach 250 Euro, dann habe ich nichts gesehen und jeder kann seiner Wege gehen. Zeigen Sie mir jetzt bitte mal Ihre Papiere. Ach, jetzt schon? Wird sowas nicht sonst zuerst geprüft? Das, ja, aber da wir schon beim Thema Mängel waren... Die nicht wirklich vorhanden sind. Meinen Sie die? Nicht wirklich vorhanden? Haben Sie denn gar nicht zugehört? Zeigen Sie mir jetzt sofort Ihre Papiere. Apropos Papiere, kann ich bitte zuerst Ihren Dienstausweis sehen? Mein Dienstausweis? Der liegt im Auto. Es wird Zeit, dieses Spiel zu beenden. Sie sind der unseriöseste Polizist, der mir je untergekommen ist. Wenn Sie denn überhaupt einer sind. Wir haben von Ihnen nicht eine Verifizierung erhalten. Keinen Ausweis, keine Marke, nichts. Sie sagen das so, als wären Sie selbst von der Polizei. Sind wir auch. Sie allerdings nicht. Wie wär's, wenn Sie jetzt mit uns kommen? Habe ich denn eine Wahl? So unter Kollegen? Wir sind keine Kollegen, werter Herr Mörs. Ich nehme Sie nun wegen Amtsanmaßung fest. Ach, kommen Sie. Können Sie da nicht ein Auge zudrücken? Nein, die Show ist vorbei. Sie sind festgenommen. Tja, dann wollen wir unserem neuen Kollegen doch die Station mal von innen zeigen. Gute Idee. Sie dürfen hinten sitzen, Herr Mörs. Die Handschellen gehören übrigens zum Standard-Equipment der Polizei. Hier, die sind für Sie. Sie dürfen sie auch direkt mal anprobieren. Also ich muss ja sagen, Herr Mörs ist schon jetzt eine Legende, ne? Also allein, der ist ja nur vor uns gefahren. Ich habe mir gerade die Papiere unseres neuen Freundes angeschaut. Und? Stimmt irgendwas damit nicht? Das nicht. Aber irgendwas beschäftigt dich doch. Ja, es ist sein Name. Mörs, oder? Stefan Mörs. Ach, wirklich? Na, das ist ja mal ein schöner Zufall. Beim nächsten Mal gibt er sich vielleicht nicht mehr nur als falscher Polizist aus, sondern gleich als du. Oh, was bist du heute wieder witzig. Wir sehen uns nicht mal ansatzweise ähnlich. Sagen Sie jetzt einfach nichts. Ah, okay. Weil, also, ich glaube hier, einer von uns beiden hier heißt auch Stefan, ne? Und deswegen ist das jetzt hier irgendwie witzig. Ja, also der größte Witz ist ja, dass er die ganze Zeit vor uns gefahren ist, aber das Rücklicht bemängelt hat. Also das finde ich ja klasse. Und das Rücklicht auch bemängelt hat, obwohl es ja Tag ist. Also, keine Ahnung, wie er das kontrolliert hat. Herr Mörs, absolute Legende. Also ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter in diesem skurrilen Spiel hier. Gut, ich würde sagen, wir kürzen das jetzt mal ab. Herr Mörs, der hat auch nicht mehr viel zu erzählen, glaube ich. Der fühlt sich auch ein bisschen ertappt zurecht, muss ich sagen.
Das war's nicht, ne? Herr Mörs, Cash auf der Kralle. 250 Euro, wenn sie bar bezahlen, kriegen sie noch ein bisschen Rabatt. Dann ist die Sache vergessen und schön in kurzer Hose. Ach, großartig, großartig. So, Herr Mörs, wir fahren jetzt mal schnell hier auf den Platz und dann ab in die Zelle, ne? Da läuft er mit seiner Uniform. Großartig. Ja, also, dieser Einsatz. Oh, wieder so ein falscher Polizist. Wieder? Ja, als du weg warst, gab es sowas schon einmal. Und immer wollen sie das Bußgeld einkassieren. Ja, klar. Ach, und wofür wollte der das Geld? Aus ähnlichen Gründen. Er wollte seine Schulden bei einem Freund abbezahlen. Wenigstens kann ich behaupten, dass ich unseren falschen Polizisten schön mit seinen eigenen Waffen geschlagen habe. Oh ja, du bist so umwerfend, dass niemand deinem Charme und deiner Intelligenz widerstehen kann. Und du am allerwenigsten. Okay, haben wir geschafft. Und auch hier lässt mich diese ganze Mission wieder einmal mit vielen Fragen zurück, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, was das jetzt genau alles war. Naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen einmal schnell rein und dann plaudern wir da nochmal schnell. Ich glaube, da ist wieder irgendwas aufgeploppt. Aber was war das, Herr Mörs? Dachte sich, ach komm, auf den Sonntag bin ich mal Polizist. Lotst sich mal die Leute raus. Vor allen Dingen, wie er das hinbekommt, dass er die Leute dann rauslotst, ne? Das frage ich mich auch. Hat er da irgendwie in seinem Golf da irgendwie eine Vorricht? Ach, es ist alles so skurril. Keine Fragen mehr. Hab alles gesehen und gehört heute, glaube ich. So, hier gibt's wieder irgendein Gesprächsthema. Was gibt's denn so Neues? Ach, du weißt doch, ich höre mir lieber eure Geschichten an, als mittendrin zu sein. Dann habe ich jetzt eine absolute Knüllergeschichte für dich. So? Lass hören. Kannst du dir zuerst einen falschen Schnauzer aufkleben, bitte? Ganz bestimmt nicht. Was hat denn ein falscher Bart mit deiner Geschichte zu tun? Überhaupt nichts. Und selbst mit dem blöden Bart sehe ich dem falschen Polizisten immer noch kein Stück ähnlich. Ach, darum geht's ja also. Jemand hat sich als einer von uns ausgegeben. Exakt. Der hat einfach Leute rausgewunken und denen dann schön Bargeld abgeknöpft, damit es nicht zur Anzeige kommt. Und was hat das jetzt genau mit Stefan zu tun? Nichts. Er hieß Mörs. Stefan Mörs. So, keine Pointe. So, jetzt gehen wir nochmal schnell. Wer ist jetzt hier dieses Dings? Ich glaube, das ist hier unser Chef, ne? Nanu! Gibt's mal wieder einen Auftrag hier. Wir gehen mal schnell in den Fortschritt, dann gucken wir mal, was hier so alles zu tun ist. Wir sollen 2 Donuts kaufen, das kriegen wir, glaube ich, hin. Einen kleinen Unfall in der Tagesschicht sollen wir noch machen. Das werden wir uns vermutlich kaufen mit den XP und ein stehengebliebenes Fahrzeug. Müssen wir auch mal gucken, ob wir uns das vielleicht kaufen. Aber ich spreche mal mit dem Chef. Was hat er denn hier zu erzählen? Grüße Sie. Ich soll Sie von Herrn Mörs grüßen. Einer Ihrer Mitarbeiter. Kennen Sie noch nicht, aber werden Sie noch kennenlernen in der Zelle. Können wir was für Sie tun? Mir kam zu Ohren, dass es mal wieder einen Betrüger auf unserem Abschnitt der Autobahn gegeben hat. Als einer von uns. Eine Frechheit ist das. Dafür kann er sich auf eine saftige Strafe gefasst machen. Zum Glück haben wir ihn entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Ich wusste zum Glück genau, wie man mit solchen Leuten umgehen muss. Wir haben ihn direkt drangekriegt. Leute wie er ruinieren den Ruf der Polizei. Es fällt den Menschen schwer, uns zu vertrauen, wenn sie wissen, dass es auch Menschen gibt, die sie schamlos ausnutzen wollen. Ja, das... Sehe ich genauso. Im Gegensatz zu uns können viele gar nicht zwischen falschen und echten Polizisten unterscheiden. Sie merken vielleicht, dass ihnen etwas nicht ganz koscher vorkommt, aber die wenigsten trauen sich dagegen anzugehen. Das ist ja leider das Problem. Umgekehrt wäre es für uns ebenfalls unvorteilhaft, wenn niemand mehr der Polizei Respekt erweist. Wie man es auch dreht und wendet, solche Menschen sind einfach ein Problem. Aber es ist gut, dass Sie diesen Betrüger geschnappt haben. Einer weniger, der uns und anderen schaden kann. Aber wer weiß, wie viele noch kommen. Das war mit Sicherheit nicht der Letzte. Aber es ist ja nicht gesagt, dass wir die anderen nicht auch erwischen. Da sagst du was. Vielleicht haben die ja irgendwann ein Einsehen. Wie dem auch sei. Gute Arbeit in diesem Fall. Und jetzt machen sie sich wieder auf den Weg. Alright, Chef. Das wird gemacht. Ja, also viele Fragen habe ich... Ach nee, falsche Tür. Viele Fragen habe ich nach diesem Einsatz, aber ich würde sagen... Nach dem erfolgreichen Einsatz werden wir uns jetzt 2 Donuts kaufen, und zwar bei der Tanke gegenüber. Das machen wir mal schnell noch und den Rest können wir uns mal schnell noch kaufen. Da, oder beziehungsweise freischalten.
Und dann sind wir vermutlich auch schon in Rang 12 und können hoffentlich den nächsten spektakulären Einsatz erleben. Also eine Überraschung war es jetzt tatsächlich, muss ich ja sagen. Und sowas ist, glaube ich, schon öfter auch mal bei der Polizei vorgekommen. Skurril war es trotzdem. So, guten Tag. Hi, darf es ein Kaffee und ein Donut sein? Oder zwei? Ich hätte gern zwei. Ein Donut würde mir reichen. Nee. Den sollen Sie bekommen. Vielen Dank. Bis bald. Nee, ich muss noch einkaufen. Das Hi, darf es ein Kaffee und ein Donut sein? Oder zwei? Zwei bitte. Ich hätte echt gern einen Donut. Sehr gern. Vielen Dank. Bis bald. So, haben wir es geschafft? Kaufe zwei Donuts. Nee, haben wir noch nicht geschafft. Gut, da muss ich die offensichtlich irgendwo anders kaufen. Naja, gut, dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen gucken, wo ich hier die Donuts kaufen kann. Ich habe euch in der letzten Folge ja gefragt, was könnte da passiert sein? Wie kam es zu diesem skurrilen Unfall in der letzten Folge, wo ja nichts gepasst hat? Also, da wurde was anderes gemeldet über Funk, als wir dann vorgetroffen haben oder vorgefunden haben. Dann hatten wir Indizien. Ich glaube, da war so ein Fläschchen, Alkoholfläschchen und ein Handy auf dem Boden. Aber das war auch alles irgendwie so merkwürdig. Dann sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ich konnte auch gar nicht mehr danach fragen. Es ging nur um den Streit. Die haben sich die ganze Zeit da rumgezankt. Also war alles ganz, ganz merkwürdig da in dieser Szenerie. Und ich habe euch gefragt, was wird da wohl passiert sein? Und eine relativ gute Aufklärung kam von der Hoverwart. Der hat geschrieben, Einsatzaufklärung, Auffahrunfall, weil beide wegen dem Streit so auf Fahrt waren. Sind die über die Stange gefahren, die unter dem Auto lag. Dadurch sind die ins Schleudern gekommen, gegen die Leitplanke gehauen und so, wie zu sehen ist, stehen geblieben. Daraufhin war der Beifahrer so sauer, dass er einmal was Hochprozentiges trinken musste. Der Fahrer, der gerade Fotos vom Schaden machen wollte, hat deshalb vor Schreck sein Handy fallen lassen. Es ist noch so einigermaßen plausibel, aber auch das ist komisch, wenn es hinten diese große Delle gibt, die ja total nach Auffahrunfall irgendwie aussah. Und dann haben andere noch geschrieben, es wurde gesagt, dass zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt sind. Vielleicht ist der andere einfach geflüchtet, hat also Fahrerflucht begangen, das könnte auch noch sein. Sind alles gute Ideen, aber irgendwie, also wie man es dreht und wendet, ist es komisch. Weil wenn es eine Unfallflucht gewesen wäre, hätten die ja wohl was davon irgendwie erzählt. Also hätten uns irgendwie davon berichtet und hätten sich darüber beschwert. Aber stattdessen haben sie sich ja die ganze Zeit nur angezankt da und da geflucht und sich da irgendwelche Vorwürfe da gegenseitig an den Kopf geworfen. Also alles merkwürdig, komischer Einsatz. Und der heutige Einsatz war nicht weniger komisch, auch wenn das alles ein bisschen plausibler war. Aber warum der Herr jetzt genau sich da, ja, eine Pseudo-Uniform da übergeworfen hat und gesagt hat, heute bin ich mal Polizei, das ist mir immer noch nicht so ganz klar. Gut, ich werde mich jetzt wieder umziehen und dann geht es in der nächsten Folge wieder mit dem Streifenwagen los und dann werden wir auch nicht in die Zivilpolizei wechseln, sondern werden das komplett durchziehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Vielen Dank, bis dahin. Tschüssikowski!